Den heißgeliebten Düsseldorfer Gaslaternen drohte der Kahlschlag, doch jetzt rolle rückwärts. Nun könnte Düsseldorf sogar die Hauptstadt der Gaslaternen werden. Hallo und herzlich willkommen zur Lokalzeit. Jahrelang hatte eine Bürgerinitiative für die historischen Laternen gekämpft, die die Verwaltung gegen moderne LED-Leuchten austauschen wollte. Jetzt die große Überraschung: Die Gaslaternen dürfen stehen bleiben und sogar doppelt so viele wie von der Initiative gefordert. Das sieht in anderen Städten ganz anders aus. Das Ende einer Ära. Der Abbau aller Gaslaternen. Was hier in Worms passiert ist und womit Berlin und andere Städte schon begonnen haben, das soll in Düsseldorf nicht passieren. 10.000 der 14.000 noch vorhandenen Gaslaternen sollen erhalten bleiben. Lutz Kleffmann von der Initiative Düsseldorfer Gaslicht strahlt, denn das wäre ein einsamer Rekord. Es ist so, dass wenn die Pläne in den anderen Städten umgesetzt werden, die schon fest sind, wir dann den größten Gaslaternenbestand der Welt hätten. Und der Unterschied zu anderen Städten ist A, die Flächendeckung, dass wir in Düsseldorf in vielen Stadtvierteln diese Gasbeleuchtung haben und dass wir viele verschiedene Gaslaternentypen haben. Die Alt-Düsseldorfer Laterne von 1850 ist wohl die bekannteste. Die Ansatzleuchte ist ein Modell aus den 1920er Jahren. Eine europaweite Rarität ist die sogenannte Frankfurter Leuchte. Gaslaternen prägen das Stadtbild Düsseldorfs seit rund 150 Jahren. Die Gasbeleuchtung sorgte vor allem aber auch für einen enormen Schub in der Wirtschaft, so Historiker Horst A. Wessel. Denn nun wurde auch eine Nachtschicht möglich. Nun konnte man die teuren Antriebsmaschinen und die Werkzeugmaschinen auch während der Nacht betreiben. Und so entwickelte sich Düsseldorf zu einer Industriestadt. Doch das neuartige Licht sorgte bei den Menschen auch für düstere Gedanken in der Großstadt. Es gab Angst vor Explosionen und sogar moralische Bedenken. Es gab schon Widerstände auch seitens der Kirchen. Die sagten, der Gott hat in der Genesis Tag und Nacht geschieden und abends gehört der anständige Mensch ins Bett. Und jetzt, wo das Licht dann so hell ist, trifft sich doch die Jugend und wird zu allen möglichen Untaten verleitet. Heute herrscht eher Angst vor den Kosten. In nur noch 30 Städten und Gemeinden in Deutschland gibt es Gaslaternen. Hauptgrund: Kosten und Wartung liegen rund dreimal höher als bei strombetriebenen Laternen. Was die CO2-Belastung betrifft, so die Initiative Düsseldorfer Gaslicht, da seien die Gaslaternen in der Landeshauptstadt für 0,25% verantwortlich. Künftig wird es möglich sein, sicherlich synthetisch erzeugtes Gas aus grüner Energie in die Gasnetze einzuspeisen. Das hört sich zwar im Moment noch nach Zukunftsmusik an, aber es gibt in verschiedenen Ecken dieser Welt deutliche Bestrebungen, Gas künftig eben auch klimaneutral zu erzeugen. Damit Düsseldorf mit seinem weltgrößten Bestand an Gaslaternen auch in Zukunft selbst London oder New York überstrahlt, fehlt nur noch der Ratsbeschluss.